Hallo, liebes Hamburg. Mein Name ist Elena und das ist eine verrückte Show Blonde Hamburg bei Tide TV. Ich möchte neues Jahr ganz stark starten mit wichtigen Themen wie Klimaschutz und Meervermüllung. Dafür habe ich einen besonderen Gast in unser Studio eingeladen, Frank Otte heute bei uns. Ja, hallo. Und natürlich alle wichtigen Gespräche übersetzen wir heute mit einer Dolmetscherin. Danke an Marina Gussar. Ich möchte sagen, wir haben mit Frank Otte in unserer Hochschule für Bildung und Kunst über Klimaschutz gesprochen. So schauen wir uns das mal an. Wie heute über Klimawandel, Klimasituation. So, wie sehen Sie das, die Klimasituation? Ich sehe die Dinge ja immer positiv und ich sehe auch, dass wir einen politischen Klimawandel haben und dass Jugendliche auf die Straße gehen und dass Politiker auch unter Druck geraten, jetzt auch mal die Vereinbarung von Paris in Angriff zu nehmen und auch mal das Versprechen einzulösen, was sie damals abgegeben haben. Was denken Sie über diese Freitag-Demonstrationen? Ja, ich finde das gut und ich finde es notwendig. Und glaube, dass ohne diese Demonstrationen hätten wir diese Diskussion gar nicht an diesen Punkt bringen können. Natürlich ist das hier in Deutschland, was bisher zu diesem Thema beschlossen worden ist, eher Makulatur und noch nicht so richtig tiefgreifend. Also das wird die Veränderungen nicht bringen. Aber es ist ja zumindest auch das Versprechen abgegeben worden, dass man das auch jährlich überprüfen will, ob denn die Vorhaben auch richtig umgesetzt sind und ob sie eine Wirkung entfalten und dann gegebenenfalls nachjustieren. Und ich denke, das wird man auch tun müssen. Und finden Sie, aber ist das okay, wenn das viel Unterricht ausfällt? Ja, ich glaube, das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Also es ist ja nicht so, dass man auf so einer Demonstration nicht auch etwas lernt, weil da werden Zeitungen verteilt, Zeitschriften verteilt. Zum Thema Klima kann man sehr viele Dinge erfahren. Ich weiß nicht, ob das schon Schulfach ist. Ja, so. Also insofern, sage ich mal, lernen tut man auch dort. Außerdem ist es ja auch so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, Staatskunde, wenn junge Leute politisch aktiv werden, finde ich eigentlich auch einen begrüßenswerten Aspekt. Was denken Sie über Greta Thunberg? So, genau über diese Frau. Sehr engagierte, die ist aufgegriffen worden von sehr vielen Schülern. So wie ich die Struktur von Fridays for Future verstehe, sind das alles regionale, unabhängig voneinander arbeitende Organisationen oder Zusammenschlüsse von Jugendlichen. Sie ist die Ikone dieser Bewegung. Auf ihr liegt ein besonderes Augenmerk. Sie demonstriert auf eine sehr besondere Art und Weise, indem sie zum Beispiel von Kontinent zu Kontinent segelt. Das ist mit Sicherheit ein tolles Abenteuer für ein junges Mädchen, aber sie tut das ja nicht, um zu sagen, das müssen jetzt alle tun, sondern sie tut es, um aufzuzeigen, dass es nicht so einfach ist, in unserer heutigen Zeit tatsächlich sich klimabewusst zu verhalten. Haben Sie eigenes Verbesserungsvorschlag? Sage ich mal, gibt es nicht den einen Vorschlag, den ich machen würde, sondern es ist eigentlich, dass wir insgesamt über die Nachhaltigkeit und unseren Einklang mit der Natur nachdenken müssen. Dass wir natürlich auch ganz moderne Technologien fördern, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltiger Produkte befördern, die es ja durchaus schon gibt. Nur sind sie meistens teurer als die herkömmlichen, schädlichen Produkte. Und da muss einfach die Politik steuern, dass es uns leicht gemacht wird. Und außerdem muss die Politik auch lernen, uns auch zu begeistern. Also einfach nur den Preis irgendwo zu erhöhen und den Menschen zu belasten, das kann nicht sein. Es muss auch eine Entlastung geben. Man muss uns auch mitnehmen und sagen, ihr kriegt was dafür.
Aber wir müssen unser Verhalten ändern und dafür muss es auch eine Belohnung geben, die natürlich der Erhalt der Natur schon auch Belohnung ist. Sind Sie einverstanden mit der Politik der Bundesregierung? So wie sie sich im Augenblick darstellt, nein, bin ich nicht mit einverstanden. Ich fand auch das Verfahren, also ich habe das Gutachten gelesen, dass der Rat, also der Wirtschaftsweisenrat, vorgelegt hat, der deutlichere Maßnahmen eingefordert hat, um das 1,5 oder auch nur das 2-Grad-Ziel einhalten zu können. Und dann hat unser Klimakabinett sich da irgendwie eine Nacht scheinbar fingerhakelnd irgendwas um die Ohren gehauen und irgendwelche Deals und Kompromisse geschlossen, die kein in sich schlüssiges Konzept darstellen. Und da liegt für mich ein Problem. Eigentlich muss man sich zusammensetzen und auch über einen längeren Zeitraum und auch den wissenschaftlichen Rat sich einholen und wirklich ein Konzept entwickeln, das dann auch eine Wirkung hat und nicht eben nur so an der Oberfläche kratzt und eigentlich so mehr oder weniger andeutet, man möchte was für den Klimaschutz tun, aber dann wieder ängstlich ist, weil man denkt, dass man die Bevölkerung damit nicht erreichen kann. Und das meine ich so. Es gehört eigentlich ein Gesamtkonzept entwickelt, das sozusagen dem die Belastung auch Entlastung gegenüberstehen und dann eine Gesellschaft auch auf ein Ziel fokussiert wird. Und für dieses Ziel gibt es Etappenziele und dass man die Leute mitnimmt und auch eine gewisse Begeisterung dafür auslösen kann. Das tut dieses Klimapaket leider nicht. Frank, was machen Sie jeden Tag für Klimaschutz? Ja, also ich sag mal, mein politisches Engagement mache ich ja nicht jeden Tag. So, aber es gibt natürlich ein umweltbewusstes Verhalten, dass man keine Sprays benutzt, die Treibhausgase enthalten. Oder dass ich beispielsweise Moja-Kunde bin. Oder dass ich eine App habe, wenn ich Produkte kaufe, kann ich schauen, welche Inhaltsstoffe die haben und ob da zum Beispiel Mikroplastik enthalten ist und solche Dinge. Ich glaube, das sind so Dinge, die sind schon relativ normal bei vielen bewussten Verbrauchern. Aber da ich ja innerlich davon überzeugt bin, dass auch wenn ganz viele Leute sozusagen ihr individuelles Verhalten da verändern, gibt es also immer noch viel zu viele Dinge, die von der Industrie einfach so in den Markt gedrückt werden und die Leute damit konfrontiert werden und sie gar nicht wissen und weil man echt zu viel wissen müsste, um bei jedem Produkt beurteilen zu können, welchen Schädlichkeitsfaktor damit verbunden ist. Ich habe gehört über Deutsche Meerstiftung. So, erzählen Sie bitte über Deutsche Meerstiftung. Ja, also die Ozeane, die haben einen riesengroßen Stellenwert. Man muss sagen, da das ja ein dreidimensionaler Raum ist und man bis in die tiefsten Tiefen der Ozeane überall schon Leben entdeckt hat, leider auch Plastikmüll, macht dieser Lebensraum 93% unseres Planeten aus. Und das machen sich die meisten Menschen ja gar nicht so bewusst, wie abhängig wir vom Meer sind und auch wie wir mit dem Meer umgehen. Und das ist auch eine Frage, wo sehr viel Bewusstsein geschaffen werden muss, dass wir mit den Meeren sorgfältiger umgehen und ihm auch bitte mal dankbar sind, dass es uns im Grunde davor bewahrt hat bisher, dass wir hier verglühen, weil die meiste Wärme, die hier im Augenblick auf der Erde entsteht, wird vom Meer kompensiert. Das aber inzwischen auch ganz schön ins Schwitzen geraten ist. Und erzählen Sie bitte über letzte Projekte. Was genau machen Sie mit so? Welche Projekte führen Sie jetzt gerade? Also wir sind jetzt zum Beispiel mit dem Jahresbeginn auf der Boot. Das ist die weltgrößte Wassersportmesse, die es gibt. Und da sprechen wir dann natürlich, also wir sind damit einen großen Stand vertreten. Wir kooperieren mit anderen Umweltschutzorganisationen, insbesondere auch denen, die sich auf den Meeren als Aktivisten betätigen. Und da sprechen wir natürlich mit den Leuten, die sozusagen ihre Freizeit gerne mit dem Wasser verbringen. Und das ist, sage ich mal, unsere Kernzielgruppe, weil einer muss anfangen, diese Aufklärungsarbeit in die Breite zu tragen. Und die Leute, die schon ein Bewusstsein für das Meer haben und wenn es erstmal nur Genuss ist, sind natürlich die, die man am ehesten auch erreichen kann, um dann auch ein Umdenken im Hinblick auf die Meere entwickeln zu können.
Ja, wüssten Sie, dass in Hamburg ganz ungewöhnliche Mülleimer gibt? Also, dass es Mülleimer gibt, weiß ich, aber über das Ungewöhnliche. Ja, und jetzt kommt ein Videobeitrag über ungewöhnliche Mülleimer. Ich bin Irene Hess und ich bin Stallführerin in Hamburg. Und ich möchte mal über einige interessante Müllsachen erzählen. Sie sind rot, sie sind frech und sie machen schmutzige Geschäfte. Es gibt über 18.000 davon. Lass uns sehen, was sie eigentlich hier sagen. Das ist ein von meinen Lieblingstonen. Danke, dass Sie für diese neue Attraktion nach Hamburg gekommen sind. Bitte beachten Sie auch die Elbphilharmonie. Wo ist die Elbphilharmonie? Wo ist Elfie? Da, hinter uns. So, zuerst schauen wir diese Mülltonnen an. Und nun dann schauen wir Elfie an. Dieser daneben ist auch ziemlich musikalisch. Ist ein interessantes Wortspiel. Let me handle this. Hier gibt es Musik auch auf der Mülltonne. Diese Idee ist nicht neu. Sie ist ungefähr 14 Jahre alt. Und solche Mülltonnen gibt es seit 2005. Das war eine Idee von Ulle Müller, Kreative Agentur MKK. Und jetzt insgesamt gibt es mehr als 18.000 solche sprechende Mülltonnen in Hamburg. Sie nennen sie auch Sauberkeitsbotschafter. Manchmal sind sie ganz frech. Manchmal reagieren sie an verschiedene politische, sportliche, kulturelle Ereignisse. Es ist immer interessant, weil so können wir sehen, wie unsere Stadt mit uns und mit unseren Gästen die ganze Zeit redet. Und hier kann man auch ein bisschen den Charakter von Hamburg sehen. Dieser sehr spezielle Humor, was ich persönlich sehr schätze. Natürlich gibt es solche sprechenden Mülltonnen auch in anderen Städten, zum Beispiel in Berlin. Ich war letzte Woche dort und dort reden sie auch. Aber ich finde, unsere sind ganz originell, besonders witzig, besonders frech. Einige Sprüche würde ich nicht sagen, ehrlich zu sein. Und ich mache unsere am liebsten. So, was denken Sie über diese witzige Mülleimer? Ja, ich finde das ganz großartig. Also das ist sehr originell. Zeigt auch ein bisschen, dass Umweltschutz auch Spaß machen kann. Finde ich besser als Bußgelder und irgendwelche Strafen oder mit Drohungen da zu operieren, sondern das motiviert tatsächlich. Und man sieht diese roten Kästen ja auch tatsächlich schon aus der Ferne. Und damit verhindert man viel Müll, der sonst auf dem Gehweg oder auf der Straße landen würde. Und der wird dann sauber entsorgt. Und denken Sie, dass Mülltrennung wäre besser? Grundsätzlich würde ich das natürlich immer so sehen, dass Mülltrennung besser ist. Aber dann muss natürlich auch ein Recycling-System dahinter stehen. Möglichst kein Export nach Malaysia, wie das vielfach der Fall ist. Und dann muss man auch ein bisschen sehen, die Menschen sind verschieden. Einige wissen sehr gut, Müll zu sortieren und ihn in die unterschiedlichen Eimer zu entsorgen. Und andere, die haben da wenig Ahnung von und die machen dann alles verkehrt. Das heißt also, es würde dann doch irgendwie Mischmüll werden. Und insofern ist es eigentlich ganz okay, dass im öffentlichen Raum man eben diesen Mischmüll hat, der dann am Ende in der Hamburger Müllverbrennung landet. Danke Frank Otter für den Besuch. So, mit diesem Gespräch möchte ich unsere Show beenden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Folgen Sie uns bei Instagram Show Blonde Hamburg. Und ich möchte bedanken alle Andersen für mein wunderschönes Kleid. Danke.